Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es mal wieder ein Unboxing von mir und zwar von der My Little Box. Die ist bei mir angekommen und ja, ich wollte euch noch gerne zeigen. Sorry, war jetzt gleich ein bisschen laut. Ich wollte euch noch gerne zeigen, was hier innen drin war. Hier war noch so ein Sticker. Das glaube ich ist französisch, deswegen kann ich es euch leider nicht vorlesen. Das sieht hier so aus. Ja, finde ich sehr süß gemacht. Den werde ich mir abziehen und einfach in mein Bullet Journal mit reintun. Und ja, aber jetzt kommen wir hier zur My Little Box und wir machen die jetzt mal gemeinsam auf, weil ich bin echt schon gespannt, was drin ist. So sieht das Ganze hier aus, wenn man das aufmacht. Sehr, sehr schön. Und es ist im Endeffekt wieder eine klassische Box. Und wir haben hier eine Zeichnung drin. Welcome Back Spring. Das ist dieses hier. Sehr süßes Design. Gefällt mir richtig gut. Genau, und so sieht jetzt das Ganze aus, wenn die Karte weg ist. Und ja, wir nehmen gleich mal diese kleine Schachtel hier. Sieht sehr, sehr süß aus. Hier stehen Blumennamen drauf. Und ich bin echt mal gespannt, was hier drin ist. Das geht übrigens so auf. Und hier steht drinne Clematites, Primel, Jonquil, Pfingstrose, Glockenblume, Magnolie. Wir haben diese 6 Blumen ausgewählt, weil sie so eine herrliche Leichtigkeit versprühen. Mit jedem Blütenblatt geben sie dir etwas von ihrem Zauber ab. Eine von ihnen ist für dich bestimmt. Sie versteckt sich in diesem kleinen Tässchen. Tässchen? Täschchen wahrscheinlich. Aber in einem Finger fühlt sie sich am wohlsten. Welche von ihnen begleitet dich durch den Frühling? So, jetzt machen wir mal dieses kleine Säckchen hier auf. Oder Tässchen. ne? Und das ist hier drinne ein kleiner Ring, der sehr groß ist. Ja, ist Gold. Gold ist jetzt nicht so die Farbe, die ich gerne trage. Also ich trage eigentlich eher gerne Silber. Aber okay, da. Ja. Na, dem Finger geht's nicht. Ja, der Mittelfinger, ne? Genau. So. Dann, glaube ich, machen wir das Säckchen zum Schluss. Und wir machen jetzt gleich mal das große Teilchen hier auf. Und das ist ein Herbarium für schöne Erinnerungsstücke. Die schönste Erinnerung sammeln wir immer noch in der freien Natur. Dieses Herbarium finden außergewöhnliche Blätter, hübsche Mimosen oder die ersten Frühlingsblumen einen Platz zum Überwintern. Natürlich kannst du in deinem Herbarium auch schöne Zitate oder Fotos für die Ewigkeit festhalten. Und ja, das sieht hier so aus. Ist im Endeffekt ein Bilderrahmen und hier ist eine Blume drin und hier oben ist so ein Verschluss. Also hier oben ist ein Verschluss, da kann man das Ganze aufmachen. Den Sturz hat es auch überlebt und ja, kann ich mir gut an der Wand vorstellen. Finde es nur schade, ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Das ist hier schon so verkratzt. Ja, finde ich ein bisschen schade. Wirkt halt sehr, sehr billig, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so meins. Ja, aber kommen wir zum nächsten. Und das ist hier von My Little Box, dieses Beutelchen. Und hier haben wir drinne eine Flasche. Und zwar blumiges Feuchtigkeitsspray. Psst. Einmal sprühen und dein Teint erblüht auf dieser Gesichtstonik mit Kornblume, Iris und Calendula, befreit deine Poren, spendet Feuchtigkeit und sorgt für eine streichzarte Haut. Dabei ist es perfekt im Multitasking. Das Tonic fixiert dein Tages-Make-up und beruhigt gleichzeitig irritierte Haut. Ja, das sieht hier so aus und könnt ihr das sehen? Hier innen drin sind wirklich Blütenblätter. Gefällt mir sehr gut. Oh, riecht auch sehr lecker. Oh, das riecht wirklich gut. Gefällt mir.
Ja, dann haben wir hier was von Palmers drin und ja, ich kann nichts lesen. Ich glaube, das ist alles Französisch. Oh, riecht das geil. Boah. Das ist hier so eine dicke Konsistenz. Und das riecht sehr, sehr lecker, so nach Vanille, Schokolade. Ja, so ein bisschen nach Schokolade riecht es. Und ich glaube, es könnte eine Creme sein. Ja, werde ich auf jeden Fall mal nachlesen und schreibe es euch hier rein. Dann haben wir hier ein Kärtchen und hier sind drin die Zutaten für das Blumenwasser. Und nochmal die Beschreibung. Ja, und dann haben wir auch schon das letzte Produkt und das ist hier von Primavera, ein Kopfwohl Roll-On, klärend und lindernd. Sehr interessant, kenne ich noch gar nicht. Anwendung auf Nacken, Schläfen und Stirn auftragen. Oh, riecht das gut. Tragen wir es doch mal am Nacken auf. Das riecht sehr, sehr gut. Oh. Geil. Das nehme ich mir auf jeden Fall mal in die Arbeit mit, weil, Fokus. Das nehme ich mir auf jeden Fall mal mit in die Arbeit, weil da habe ich öfters mal so, dass ich trotzdem ein bisschen Kopfschmerzen kriege, gerade wenn es ein bisschen ein schwieriger Tag ist oder einfach das Wetter schlecht ist. Und ja, da probiere ich das gerne mal aus und ja, freue ich mich drüber. Cool. Ja, die Box in allem gefällt mir ganz gut. Der Bilderrahmen hier. Wie gesagt, der ist ein bisschen billig verarbeitet, ja, aber gut, kann man jetzt nichts machen. Das Spray ist auf jeden Fall super, die Creme hier oder was auch immer das ist, riecht auch sehr, sehr gut. Schöner Duft und ja, oh, goldener Ring ist jetzt auch nicht so meins, aber ja, ist eine schöne Box. Ja. Doch, ist eine schöne Box. Also es ist jetzt nicht der Überflieger, aber es ist eine schöne Box. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!